Herzlich willkommen zu Alles auf den Tisch. Mein Name ist Johanna May. Ich bin Moderatorin, Schauspielerin und habe heute das große Vergnügen, mit dem Impfexperten und Kinderarzt Herrn Dr. Martin Hirte zu sprechen aus München über das Thema Corona-Schutzimpfung für Kinder. Herr Dr. Hirte, vielleicht stellen Sie sich kurz vor, was Sie machen, wer Sie sind. Ja, ich grüße Sie und grüße auch alle, die zugucken. Ich bin Kinder- und Jugendarzt. Ich habe 40 Jahre ärztliche Tätigkeit hinter mir, davon 30 Jahre in einer eigenen Praxis und habe im letzten Juni, also vor 3 Monaten, meine Praxis übergeben an einen Kollegen. Bin noch weiter tätig durch Beratung, durch Literatur, durch einen Corona-Blog, den ich schreibe und ja, beschäftige mich vor allem auch mit der Corona-Impfung oder Covid-19-Impfung. Wie sehen Sie denn die Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche? Ja, das ist ein Thema, was jetzt mit großer Wucht auf uns zukommt. Es war ja ursprünglich ein Impfstoff auf dem Markt oder mehrere Impfstoffe, die keine Zulassung hatten für unter 18-Jährige. Es wurden auch nicht wirklich Studien gemacht, also keine größeren, keine länger dauernden Studien mit unter 18-Jährigen. Trotzdem wurde der Impfstoff von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen. Und dann gab es dieses politische Hickhack. Das Problem war ja, dass die STIKO sagte, nein, das geht uns alles zu schnell. Wir wollen mehr Daten, wir wollen mehr Wissen über die Sicherheit bei Kindern. Und die Politiker, die ja zum Großteil diesem No-Covid-Lager angehören, die also unbedingt mit Impfungen eine Herdenimmunität erzeugen wollen, was ja augenscheinlich gar nicht möglich ist, wie wir jetzt auch in Israel sehen, die haben gesagt, nein, also STIKO hin oder her, Wissenschaft hin oder her, wir wollen das und haben dann schon im Mai beschlossen, ein Impfprogramm für 12- bis 17-Jährige und haben das dann ab August auch umgesetzt. Die STIKO war sehr stark unter Druck. Alle Politiker des Regierungslagers und auch sogar von den Grünen haben also der STIKO gesagt, jetzt kommt doch endlich mal in die Pötte. Und die STIKO hat sich unter Druck setzen lassen, was sehr bedauerlich ist. Und am 16. August dann auch die Impfung empfohlen für 12- bis 17-Jährige. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir also eine Impfempfehlung mit einem Impfstoff, der eine bedingte Zulassung hat, der nicht ausreichend geprüft ist. Und Eltern stehen in dem Dilemma, ihre Kinder impfen zu lassen oder nicht impfen zu lassen und damit eben bestimmte Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Was könnte denn die Impfung, also sagen wir mal Nebenwirkungen und Wirkung, wie kann man das gegenüberstellen? Also wie sehr schützt die Impfung und wie sehr können die Nebenwirkungen aber vor allem bei Kindern auch Folgen haben? Die Hersteller sind mit der Behauptung auf den Markt gekommen, also unser Impfstoff wirkt 95-prozentig. Das war das Ergebnis von Studien. Man hat dann gesehen, dass die Impfwirksamkeit im Laufe der Zeit schwächer wird. Das hat sich schon während der Studien herausgestellt und jetzt in der Realität umso mehr. Also inzwischen so nach einem halben Jahr sieht man, da ist die Impfwirksamkeit unter 50%. Und man muss jetzt, oder es wird überlegt, nachzuimpfen. Es soll ja in Deutschland schon im September in Pflege- und Altenheim beginnen. In Israel fangen die jetzt schon an mit Nachimpfungen, dritten Impfungen, obwohl es überhaupt keine Studien dazu gibt, weder zur Wirksamkeit noch zur Verträglichkeit. Und die Impfung bei Kindern ist insofern ein besonderes ethisches Problem, weil ja Kinder praktisch keine Krankheitslast haben. Also die, sie können erkranken, sie können Schnupfen kriegen, Halsweh kriegen. Ich habe das in der Praxis auch gesehen. Aber es gibt so gut wie keine dramatischen Verläufe und die Todesfälle im Kindesalter, die kann man 1-2 Händen ablesen. Und das waren in den allermeisten Fällen schwer vorerkrankte, pflegebedürftige Kinder, die da gestorben sind an Covid-19. Das heißt, dass ein gesundes Kind praktisch ein Nullrisiko hat, lebensbedrohlich an Covid-19 zu erkranken. Und damit muss man eigentlich von der Impfung fordern, dass sie auch ein Nullrisiko hat. Und das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Also die Studien haben schon jede Menge Nebenwirkungen ergeben und viele Nebenwirkungen oder mögliche Nebenwirkungen kamen erst im Lauf der massenhaften Anwendung dann zum Vorschein, ein ganzer Blumenstrauß.
Das geht ja los mit diesen Thrombosen, die ja groß auch in der Presse waren. Es gab allergische Schocks, es gab Herzmuskelentzündungen und das geht jetzt immer weiter, Nierenentzündungen, Dinge, die man gar nie erwartet hätte. Und das ist ja noch kein Ende. Ich meine, so Autoimmunerkrankungen, die brauchen ja oft Monate Vorlaufzeit, bis sie entstehen. Also wir wissen nicht viel. Die Studien waren zu kurz. In der Wirklichkeit ist die Anwendung auch bisher zu kurz. Und vor diesem Dilemma stehen die Eltern jetzt. Was ich besonders problematisch sehe, ist, dass, das wissen wir aus Israel, die Zahlen, dass gerade bei jungen Menschen und vor allem bei männlichen jungen Menschen relativ häufig Herzmuskelentzündungen auftreten. Und zwar in einer Häufigkeit von 1 zu 6.000. Und das ist schon relevant. Und diese Herzmuskelentzündungen führen erstmal natürlich zu Symptomen, zu Brustschmerzen, zu Leistungsabknick. Dann führen sie immer ins Krankenhaus und etwa 10% verlaufen bedrohlich. Und wir wissen nicht, was aus diesen entzündeten Herzmuskeln mit der Zeit wird. Also das kann Vernarbungen geben, es kann mit der Zeit Herzleistungsstörungen geben, es kann Herzrhythmusstörungen geben. Und das ist ein Risiko, was für mich schon mal ausschließt, dass man Kindern routinemäßig solche Impfungen verabreicht. Ist es denn dann so, weil im Prinzip ist das ja grundsätzlich die Komplikation, eine Impfnebenwirkung dann auch quasi mit der Impfung in Verbindung zu setzen, ne? Also Sie haben jetzt ja auch gesagt, dass diese Krankheitsverläufe sich ja nach vielen Monaten erst zeigen. Das ist ja grundsätzlich auch einfach ein Thema, wie man sozusagen eine Krankheit, die später auftritt bei einem gesunden Menschen, mit der Impfung in Verbindung setzt, ne? Das ist schwierig, da braucht man Impfregister. Sowas hat ja unsere Regierung abgelehnt. Also in Deutschland wird man auf sowas nicht kommen. Vor 8 Jahren war ja diese Schweinegrippeimpfung Pandemrix, die zur Narkolepsie geführt hat, wie wir inzwischen wissen. Das hat ja ein Jahr gedauert, bis man das erkannt hat, und zwar aus skandinavischen Impfregistern. Auch diese Herzmuskelentzündungen in Israel, die wurde auch über ein Impfregister bekannt. Dass man also dann eben irgendwann Signale sieht, hoppla, da nimmt eine Erkrankung zu, wie ist es da mit der Impfung, wurden die geimpft? Und dann kann man eben schon zurückverfolgen, dass bei Impfungen ein höheres Risiko ist als bei Ungeimpften. Sie sagten in unserem Vorgespräch, ich fand zwei Punkte sehr interessant. Der eine Punkt war, dass bei den Studien für die Corona-Impfung für Kinder dieselbe Dosis benutzt wird wie für Erwachsene. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Und, ne? Ist das denn, also ist das sinnvoll? Ich stelle mir vor, ein Kinderkörper, ich meine, Sie sind der Experte, Sie wissen das ja genau, ein Kinderkörper ist ja A im Wachstum und B natürlich viel kleiner. Ist es normal, dass man da dieselbe Dosis benutzt? Ja, das ist im Impfbereich ja schon anders als bei Medikamenten, weil es da eine Stimulation des Immunsystems geht oder Dinge, die man im Immunsystem eben auslösen will. Und da, es ist zum Beispiel bei den herkömmlichen Impfstoffen Tetanus, Diphtherie oder Keuchhusten so, dass ganz kleine Kinder sogar eine höhere Dosis kriegen als Erwachsene, weil das Immunsystem noch unreifer ist. Okay. Und die Dosisfindungsuntersuchung bei den Corona-Impfstoffen, die wurden ja auch verkürzt. Da hat man ja auch Überraschungen erlebt. Man hat ja gesehen, dass bei AstraZeneca in der Studie seltsamerweise die niedriger dosierten eine höhere Immunität oder höhere Antikörperspiegel hatten als die höher dosierten Impfstoffe. Also das ist alles noch sehr unklar. Und man weiß auch nicht, ob nicht jetzt durch eine dritte oder vierte Impfung das Immunsystem so überstimuliert wird, dass da eben ein höheres Risiko für Autoimmunerkrankungen entsteht. Ja, und aber was konkret raten Sie denn jetzt Eltern? Die kommen natürlich in das Dilemma. Wir haben eine erhöhte Drucksituation durch die Gesellschaft, aber natürlich auch, das sagten Sie gestern auch in unserem Gespräch, die Situation in den Schulen, wo ja sowas dann im Prinzip ja offen sichtbar ist für alle Kinder, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft, wer ist genesen und so. Was raten Sie den Eltern jetzt zu tun? Also es gibt in meinen Augen keinen medizinischen Grund, Kinder gegen Coronaviren zu impfen. Wir wissen ja auch, dass die Impfung nicht zum Herdenschutz führen kann. Die Impfung kann auch nicht verhindern, dass jemand sich infiziert und auch andere dann wieder infiziert. Also dieses Solidaritätsargument entfällt.
Und das einzige Argument für die Impfung ist eigentlich der Druck, der stattfindet. Und ich habe vorgestern mit einem Studenten telefoniert, der jetzt an die Uni will und sagt, er kann sich einfach diese zweimal wöchentlichen Tests nicht leisten, die er als Ungeimpfter durchführen lassen muss. Und er sieht sich jetzt unter Druck, sich zu impfen. Er hat gesagt, okay, das ist ein Argument, das ist ein finanzielles Argument für eine Impfung. Und ich vermute mal, dass sich unsere Politiker das bei den Schulen auch so einfallen lassen, ne? Dass dann am Ende die geimpften Schüler ohne Test in den Unterricht dürfen und die Ungeimpften diese Tests machen müssen, 2-3 Mal in der Woche, und die Eltern das auch bezahlen müssen. Also solche Dinge kann ich mir vorstellen, denn es ist ja eine endlose Kette von Druckmaßnahmen, die auf die Ungeimpften einprasseln, und da werden die Eltern von Kindern sicher auch nicht davon verschont. Ja, und es ist ja eigentlich auch ein Konflikt. Ich meine, Sie als Mediziner, Sie haben jetzt eben gerade ganz deutlich gesagt, ich empfehle die Corona-Impfung nicht für Kinder. Sie sind der Experte in diesen Sachen, Sie sind der Wissenschaftler. Und wir haben jetzt eine politische Situation, die quasi in diese Richtung, ja, wie so ein Nadelöhr alle hinschiebt. Und das ist natürlich ist ja auch für die Mediziner ein Konflikt, die jetzt halt auch Ansagen bekommen oder sich möglicherweise rechtfertigen müssen, warum sie eventuell nicht die Corona-Schutzimpfung für Kinder verabreichen wollen. Ja, es ist für Kollegen ein Konflikt. Also ich bin froh, dass ich jetzt momentan nicht mehr in der Situation bin. Es gibt schon Veröffentlichungen auch im Internet von Ärzten, die sich weigern, diese Impfung durchzuführen. Das ist für Kassenärzte ein Problem, weil die einen Versorgungsauftrag haben und die müssten eigentlich die Impfungen, die die STIKO empfiehlt, auch anbieten. Und da wird es sicher auch zu Denunziationen kommen von Eltern, die bei ihrem Arzt die Impfung eben nicht bekommen und dann an Test, an Impfzentrum verwiesen werden. Also da wird auch auf die Ärzte Druck ausgeübt. Und ich wundere mich, dass nicht mehr Kollegen jetzt ihre Stimme erheben und sagen, nein, dafür sind wir nicht. Also leider ist der Verband der Kinderärzte inzwischen auch auf die STIKO-Linie eingeschwenkt. Das ist in vielen anderen europäischen Ländern nicht so. Da ist keine Kinderimpfung empfohlen. In Großbritannien zum Beispiel nur ab 16. Und die Impfkommission hat klipp und klar gesagt, oder ein Vertreter der Impfkommission, dass es für Kinder, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis unklar ist und sie deswegen das nicht empfehlen. Ja, also ich finde es schwierig, dass diese Stimmen nicht so gehört werden und dass einfach, es wird halt drüber gestülpt über die Eltern oder auch über die Lehrer, über alle, die sich jetzt verhalten müssen. Aber es geht ja um die Kinder und das ist tatsächlich ja der Knackpunkt, wo wir jetzt hier aufklären müssen, dass es eben tatsächlich mit den Kindern auch sich nochmal etwas anders verhält, weil sie ja halt noch klein sind, ne? Und eben auch da keine verlässlichen Studien existieren. Bei den Erwachsenen, finde ich, ist es halt nochmal, jeder geht in die eigene Haftung. Wenn er sich impfen lassen möchte, dann ist das in Ordnung. Aber bei den Kindern ist es ja nochmal einfach ein speziellerer Fall. Wie sehen Sie das denn? Also wir haben jetzt kurz angerissen, was die Nebenwirkungen sind, aber was löst die Impfung denn aus? Also wie stelle ich mir das vor? Wir haben jetzt die Herzmuskelerkrankung, wir haben Thrombose, aber was kann das denn ansonsten noch machen? Ja gut, ich meine, wir wissen ja, dass viele Menschen nach der Impfung sich nicht wohlfühlen, Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, sowas haben, sind da mehr als 50%. Also die Kinder werden zu mehr als 50% wahrscheinlich tatsächlich auch krank nach der Impfung. Aber das ist es ja nicht. Ich meine, die werden dann schon auch wieder gesund. Das Problem sind ja die bleibenden Schäden, ob das jetzt Lähmungserkrankungen oder Herzmuskelentzündungen oder sowas ist. Es gibt auch noch andere Nachteile. Es gibt zum Beispiel den Nachteil, wir wissen ja, dass inzwischen, dass Leute, die Covid-19 durchgemacht haben, einen wesentlich besseren Langzeitschutz haben, einen Schutz, der möglicherweise ein Leben lang hält, auch vor Varianten des Coronavirus. Und diesen Schutz bietet ja die Impfung nicht. Das heißt, wir verschieben bei Kindern die Krankheit in ein Alter, ein höheres Alter, wo es dann eher ungünstig ist, ja, wo die Komplikationen zunehmen. Und verhindern, dass Kinder sich diesen ohne Schaden diesen Langzeitschutz erwerben. Und dieser Langzeitschutz ist ja für die
Gesellschaft auch wichtig. Also das würde ähnlich verlaufen wie bei der Influenza. Auch da ist es ja so, dass die meisten Erwachsenen ja in der Kindheit Influenza durchgemacht haben und dadurch eben nicht mehr schwer erkranken. Ich habe zum Beispiel als Kinderarzt nie Influenza bekommen, obwohl ich hunderte von Kindern jedes Jahr behandelt habe. Einfach weil ich oft Kontakt mit Influenza hatte und das irgendwann auch durchgemacht habe und damit dadurch immun war. Die Menschen, die sich gegen Influenza impfen, und zwar immer wieder, wenn die mal vergessen oder sich mal nicht impfen, die erkranken dann auf einmal besonders schwer. Und sowas wird es wahrscheinlich bei Corona auch gehen. Das heißt, für die Kinder ist es effektiv ein Nachteil, wenn sie zu dieser Impfung gezwungen werden. Und auch für die Gesellschaft, weil eben der Herdenschutz sich nur verzögert aufbaut. Wie ist denn das? Ich habe mir vorgestellt, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Kind Corona hatte, und dann genesen ist und dann also praktisch eine Immunabwehr natürlich aufgebaut hat und dann geimpft wird. Was passiert denn dann? Naja, das ist halt immer das Problem, wenn man in schon vorhandene Antikörper dann noch rein impft, dann kann es zu einer Überstimulation kommen. Und es gibt Impfexperten, die sagen, wenn wir da zu oft impfen oder auch eben überflüssigerweise impfen, dass dann möglicherweise Autoimmunerkrankungen getriggert, also ausgelöst werden auf dem Boden jetzt einer genetischen Veranlagung. Aber das wissen wir eben noch nicht, weil das alles noch nicht so lang genug gemacht wird. Das wissen wir vielleicht in einem Jahr. Und es ist ja auch eine Überlegung, die man anstellen kann, auch als Erwachsener, dass man sagt, nee, ich gucke mir die Situation erstmal an, ich warte erstmal, wie sich das weiterentwickelt, bevor ich mich impfen lasse. Ich denke, viele denken so und das sind jetzt, die werden ja denunziert als Impfverweigerer oder Impfmuffel, aber das sind ja zum Großteil Menschen, die sich wirklich Gedanken machen. Also Leute, die sich nicht impfen lassen, gehören schon eher zu Menschen, die sich informieren, die auch ja natürlich sich auch in alternativen Medien informieren und die darf man nicht einfach denunzieren, sondern das sind Leute, die auch zu unserer Gesellschaft eben gehören. Ja, also ich habe das rausgehört, das sagten Sie gestern auch, was Sie den Eltern mit auf den Weg geben würden, wäre ja, dass man einfach mal abwartet, oder? Ja, also ich würde das auf jeden Fall raten, sich die Situation erstmal anzugucken. Ich meine, es ist ja jetzt vom Paul-Ehrlich-Institut werden ja regelmäßig diese Sicherheitsberichte veröffentlicht. Der letzte kam jetzt vor 2 oder 3 Tagen. Und da hat man schon gesehen, dass im Vergleich zu dem Sicherheitsbericht einen Monat vorher die Nebenwirkungsmeldungen oder die, sagen wir mal, Meldungen vermutlicher Impfreaktionen sehr stark zunehmen bei 12- bis 17-Jährigen. Man hat ja im Juli schon angefangen mit solchen Impfungen. Und das wird sich sicher jetzt nochmal exponentiell vermehren, dadurch, dass jetzt im breiten Maßstab geimpft wird. Herr Spahn hat ja vor kurzem gesagt, sie sind inzwischen 22,5% der 12- bis 17-Jährigen geimpft. Und wenn jetzt Schulimpfungen durchgeführt werden, dann wird das wahrscheinlich weiter zunehmen und natürlich auch die Nebenwirkungsrate zunehmen. Und da werden wir vielleicht mehr erfahren oder auch die Eltern werden vielleicht dann auch mehr erfahren von den ungeimpften Kindern und sich dann ja die Sache nochmal überlegen. Ich sehe im Übrigen diese Schulimpfungen, die jetzt in verschiedenen Bundesländern beginnen, sehr, sehr kritisch. Das ist eine Veranstaltung, bei der ja praktisch jeder mitkriegt, wer lässt sich impfen und wer ist möglicherweise ungeimpft. Und damit wird einem Mobbing, einem Ausgrenzen oder auch einer Diffamierung ungeimpfter Kinder Tür und Tor geöffnet. Ich habe das schon erlebt bei diesen maskenbefreiten Kindern. Ja, ich habe gelegentlich in meiner Praxis Kinder von den Maskentragen in der Schule befreit, wenn die sagen, sie können sich nicht konzentrieren, haben Kopfweh, Übelkeit, Schwindel, diese üblichen Nebenwirkungen. Und ich habe immer wieder gehört, dass diese Kinder von Mitschülern oder auch von Lehrern benachteiligt werden, gemobbt werden, ans offene Fenster gesetzt werden im Winter, dass sie nicht mit anderen Kindern sich in der Pause treffen dürfen, solche Dinge. Und sowas könnte ich mir natürlich vorstellen, dass das auch bei ungeimpften Kindern jetzt passiert. Also weil es ist ja tatsächlich, ich meine, abgesehen, wenn jetzt ein Impfbus vor der Schule steht und man dann weiß, okay, wer steht jetzt davor, wer lässt das machen, ist es aber ja klar, wer nicht getestet, also wer jetzt nicht in der Schule getestet wird, also es ist ja relativ durch
anscheinend, welches Kind aufgrund welcher Umstände getestet wird oder nicht. Daran kann man ja dann sehen, okay, hat, keine Ahnung, eine andere Situation, die Eltern machen das vielleicht doch irgendwo im Testzentrum oder aber ist geimpft. Also ich glaube, so wie ich das einschätze, dass es alle voneinander wissen werden. Ja, das ist tatsächlich so. Das lässt sich nicht verheimlichen. Mhm. Und da muss einfach von politischer Seite aus die Reißleine gezogen werden. Ich meine, man muss vermitteln, dass ja sowieso sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Kind jemand anderen ansteckt. Ja. Kinder gehören ja zu der Gruppe, die in dieser Pandemie eine ganz geringe Rolle spielen. Sie haben aber die Hauptlast der Pandemie-Maßnahmen getragen. Ja. Also Kinder, selbst wenn sie jetzt PCR-positiv sind, übertragen nur sehr selten und sehr wenig dieser Erkrankungen. Und auch geimpfte Kinder können natürlich theoretisch Erkrankungen übertragen. Aber wenn es schon wenige Ungeimpfte sind, selbst wenn es, lass es ein Drittel weniger sein von den Geimpften, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Also der Unterschied ist so gering, dass es überhaupt nicht ansteht, Geimpften irgendwelche Vorteile zu geben. Im Grunde, wenn man es jetzt auch zusammenfasst, also wir haben einmal den Punkt, wie Sie sagten, die Vorteile einer Kinderimpfung steht in keinem Verhältnis zu möglichen Folgen, sagten Sie. Ne? Also dass ja dieser Schutzprinzip nicht sein muss, weil Kinder ja jetzt keine Gruppe sind von Überträgern oder auch welche, die schwere Verläufe hatten. Und zum anderen gegenüberstehend die Impfung für die Kinder, was das im sozialen Bereich macht, wenn man sich einfach oder wenn das Elternhaus sich anders entscheidet. Ne? Ich habe so das als, ich sag mal, als dem, was wir jetzt so als Essenz jetzt eben besprochen haben, ist für mich jetzt so dabei rausgekommen. Und eigentlich auch den wichtigen Punkt, wo ich halt sage, wo man den Zuschauern, die sich das jetzt hier angucken, mit auf den Weg geben kann, wenn es eben Zweifel gibt, dass man einfach erstmal abwartet und sich in irgendeiner Form in Ruhe diesem Druck, ja, bestmöglich zu diesem Druck verhält, ne? Dass man Ruhe bewahrt und sich nicht so unter Druck setzen lässt. Ich weiß, das ist mit den Kindern immer, man hat ja dann auch, man möchte halt immer das Beste für sein Kind. So, das ja. Möchte natürlich jeder. Und ich fand diesen Ratschlag jetzt von Ihnen sehr konkret einfach, wo man sagen kann, hey, erstmal abwarten, erstmal gucken, wie sich alles jetzt gestaltet. Die Kinder sind möglicherweise durch die Impfung mehr in Gefahr als durch Corona selber. Würden Sie das auch sagen? Ja, das würde ich auch so sagen. Und ich meine, die STIKO, die hat sich ja gewunden bei ihrer Empfehlung. Ja, die hat ja jetzt Modellierungen aufgeführt, die ganz schwachbrüstig waren. Sie hat amerikanische Studien herangezogen, wo die Situation eine völlig andere ist mit dieser hohen Rate an Übergewicht bei Kindern. Und sie hat argumentiert mit psychosozialen Gründen. Und ich frage mich immer, was sind das für psychosoziale Gründe? Diese psychosozialen Gründe sind ja Dinge, die nicht durch den Coronavirus verursacht werden, sondern durch die Politik. Ja, Schulschließungen oder Quarantänemaßnahmen oder diese Lockdowns. Und die STIKO hat sich, glaube ich, gar nicht klar gemacht, was sie durch diese Impfempfehlung erst an psychosozialen Gründen erzeugt. Nämlich dieses Mobbing, dieses Ausgrenzen, das jetzt weitergeht und stärker wird. Und das wird, ich glaube, für die ungeimpften Kinder eine ganz schlimme Situation. Und ich kann nur an die Eltern von geimpften Kindern appellieren, nicht ihre Kinder aufzustacheln, aufzuhetzen. Denn es ist für mich ganz klar, dass auch von ungeimpften Kindern praktisch keine Gefahr ausgeht. Toll, das ist ein super Schlusswort, würde ich sagen, Herr Dr. Hirte. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Es war sehr erhellend. Ich hoffe, wir konnten neue Erkenntnisse hier jetzt gemeinsam besprechen und zusammenfinden. Und Dankeschön.